Hallo, 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 ihr tapferen FBI-Agenten und willkommen zurück zu Akte X, den unheimlichen Fällen des FBI. Und hier habe ich Kisten gefunden, die schaue ich mir doch mal an. LER123190. Okay, das fotografiere ich am besten mal. Und dann schaue ich mir die Kiste mal an. Okay, die kriege ich nicht auf. Aber ich glaube, es gab hier irgendwo ein Brecheisen. Brauche ich die Taschenlampe gerade mal? Nee, die hilft mir ja nicht. Nachtsichtgerät hilft mir auch nicht. Ach, das ist der Weg. Nee, hier wollte ich nicht lang. Und hier konnte ich mir was anschauen. Eben war ein Auge da kurz. Dann eben nicht. Ach, ich hasse diese Sektion in dem Spiel. Das ist so frustrierend. Wie auch immer sich das ausgedacht hat, diese Passage, der gehört bestraft. Oh, hier ist aber dunkel. Taschenlampe? Gibt es irgendwo einen Lichtschalter oder sowas? Boah, hier sieht's aus. Aber in der Werkzeugkiste, da scheint was Wichtiges drin zu sein. Das nehmen wir doch mal mit. Ich hasse diese Passage. Das ist für mich mit die frustrierendste Passage in dem ganzen Spiel. Ich zeig ihm mal. Kann ich ihm die Fotos nicht zeigen, die ich gemacht habe? Nee. Scheinbar nicht. Fässern hier, ist da irgendwas? Der Blutfleck! Fotografieren. Beweismittel sammeln. Ich habe Blut gefunden. Jemand ist angeschossen worden. Nee, nicht die Marke. Kamera. Beweissicherung. Dann gehe ich mal wieder zu Skinnerchen. Der war da hinten. Was ist das? Ein leerer Safe. Ich werde die DNS überprüfen lassen. Ich werde eine Probe nach Washington mitnehmen und dort untersuchen lassen. Das Blut sieht beunruhigend aus. Sieht nicht sehr gut aus, oder? Lassen wir es untersuchen und hoffen wir, dass es von jemand anderem ist. Offenbar war es ein glatter Durchschuss. Das Opfer wurde vielleicht nur verletzt. Falls nur einmal auf sie geschossen wurde.
Aber ich bin Ihnen für Ihren Optimismus dankbar. Wenn man sie getötet hat, wo sind dann die beiden Leichen? Ich bezweifle, dass die Killer die beiden Leichen hier herumliegen lassen würden, damit wir sie finden. Wenn sie tot sind, finden wir sie wahrscheinlich nie, also hoffen wir, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir jetzt noch länger warten, haben wir Glück, überhaupt was zu finden. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier draußen vielleicht? Ich fahr mal ins Polizeilabor. Nein, danke. Ich versuche aufzuhören. Sehr witzig. Danke. Ein Morley-Zigarettenstummel. Ich werde ihn untersuchen. Was ist das Blut? Wirklich gut. Liegt Ihnen eine Entsprechung vor? Ich kann Ihnen zwar sagen, welche Blutgruppe das ist, doch ohne entsprechenden DNS-Test kann ich nicht viel für Sie tun. Worum geht's denn? Um zwei vermisste FBI-Agenten. Wir nehmen an, das Blut ist von einem der beiden. Das ist ja schade. Ich schlage vor, Sie lassen das in Washington vom FBI-Labor untersuchen. Die können das ziemlich schnell mit der aktuellen Agentendatenbank vergleichen. Na, endlich etwas, das wie ein Beweis aussieht. Ich dachte schon, Sie haben gerade einen Mülltonnentauchgang absolviert. Eine Kugel sieht nach einer 38er aus, in ziemlich schlechtem Zustand. Ich schätze das Übliche, nicht? Ja, sie steckt in einem Stück Holz. In Ordnung. Es ist teilweise nicht so wirklich synchron, das Spiel. Okay. Oh, was jetzt? Außenstelle, Hafenlager. Wir machen nochmal ab in die Außenstelle. Und berichten unserem Chef mal alles, was wir jetzt herausgefunden haben. Hey, rein oder raus, okay? Ich versuche hier zu arbeiten. Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Ich würde zum Lagerhaus zurückgehen, wenn ich Sie wäre. Ich glaube, der Rest davon sieht ziemlich gut aus. Wir haben beim Lagerhaus was übersehen? Ach, ja. Ja. Ah, bin ich doof. Ja. Wer ist das? Ist Skinner? Unsere Ermittlung ist noch nicht abgeschlossen, Agent Wilmore. Wir müssen noch die Dings. Die Kiste aufbrechen. Ah, bin ich doof. Komplett vergessen. Die Kisten waren da. Brecheisen anschauen, Brecheisen mit Kiste. Sieht aus nach dem schwarzen Pulver aus dem Intro. Und ist es auch. Okay, das fotografiere ich mal. Und dann sichere ich ein bisschen was davon.
Okay. Und dann mache ich noch so ein Foto. Gut. Und dann zeige ich das mal Skinner. Skinner! Was ist das? Ein Telefon. Was halten Sie hiervon? Ich weiß es nicht, aber ich schlage vor, Sie nehmen das nicht mehr in die Hand, bis es analysiert wurde. Okay. Dann... Ich hasse dieses Gebäude. Diese Limousine folgt uns, seit wir das Büro verlassen haben. Wer kann das sein? Jemand, den es interessiert, was wir tun. Was sollen wir deswegen unternehmen? Das sollten Sie entscheiden, Agent Wilmore. Denken Sie, die wissen was über Mulder und Scully? Schon möglich, warum fragen Sie sie nicht? Ha! Ich habe das Kennzeichen! Okay. Nee, ich will kein Foto von Skinner machen. Das war's dann wohl. Zurück zur Außenstelle. Warum sind wir beschattet worden? Ich weiß es nicht, aber wer immer in diesen Fall verwickelt ist, hat offenbar vor dem FBI keine Angst. Dahinter kann unter Umständen auch die Unterwelt stecken. Könnte Wong was damit zu tun haben? Ich weiß es nicht. Hatten Sie denn den Eindruck, dass er mehr wusste, als er gesagt hat? Er versucht ganz sicher, etwas zu verbergen. Könnte der Rückgang der Fischbestände damit zu tun haben? Ich kann da keine Verbindung erkennen. Mit schlechten Fängen verstößt man nicht gegen Gesetze. Ich kann den Speichel an der Zigarette auf seine DNS untersuchen lassen. Das ist mir ein bisschen weit hergeholt. Reine Zeitverschwendung. Wofür halten Sie das schwarze Pulver? Also, ich weiß nicht, aber wenn es irgendeine Art von Schmuggelware ist, könnte es vielleicht erklären helfen, warum Mulder und Scully verschwunden sind. Denken Sie, das Blut war von einem Ihrer Agenten? Ich kann es wohl nicht ausschließen. Aber ich warte auf die Testresultate, ehe ich mich festlege. Und ich schlage vor, dass Sie das auch machen, Agent Wilmore. Direktor Skinner, ein Gespräch für Sie auf Leitung 1. Hier ist Skinner. Ich verstehe. Ich muss sofort wieder nach Washington zurückfliegen. Ich nehme von dem Blut etwas nach Washington mit und lasse es dort analysieren. Ich will, dass Sie mit der Überwachung des Lagerhauses anfangen. Noch heute Nacht. Diese zwei Agenten sind mir sehr wichtig. Okay. Ich gehe mal in mein Büro. Ich will gucken, ob ich die Fotos irgendwie... Hey Mann, wie geht's denn da draußen? Ich bin sicher, dass Sie sich bei Skinner schön einschleimen werden. Wie man sich einschmeichelt, habe ich von dir gelernt, weißt du doch. Ich habe ja von Ihnen gelernt, wie man sich richtig einschleimt. Ach ja, stimmt. Wie ist Skinner dann so?
Er und Shanks sollten Vater werden, er ist in Ordnung, leicht verkrampft. Ein irgendwie steifer Typ. Tja, ich bin sicher, er ist angespannt wegen seiner vermissten Leute. Hey, hören Sie. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie mir Bescheid, okay? Danke, Mann. Was ist mit dem Laptop? Der gehört Scully. Er ist passwortgeschützt. Soll ich die Abteilung Computerverbrechen fragen, was die tun können? Nein, ich mach das schon. Okay, gut. Irgendwie vertraue ich dem gerade nicht. Die Aufnahme von ihm wirkte irgendwie so ein bisschen suspekt. Medienindex, Fotoansicht. Herunterladen, okay, was haben wir hier? 240 EAK. 240 EAK. EAK, okay, 240 EAK. 240-EAK. Suchen. Okay. Regierung? Fehler, begrenzter Datenzugriff. Krimineller? EAK. Okay, die gehören zum Militär oder zur Regierung. Was haben wir noch für Fotos? Den Laptop sollte ich eventuell... Ich ruf noch mal die Leute von der Dings an. Von der Computerkriminalität. Sie haben das Seattle Kriminalamt Abteilung Computerverbrechen erreicht. Da wir im Moment dabei sind... Ihr seid sehr, 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 sehr hilfreich. Nämlich nicht. Ich bring mal diese komische schwarze Substanz ins Labor. Na, was haben wir denn hier? Sie müssen sich schon mehr anstrengen. Ich kann Ihnen sofort sagen, was das ist. Es ist Blei für die Industrie. Blei? Ja. Warum Blei? Keine Ahnung, es wird für alles verwendet. Von Gewichten für Taucher bis zur Auskleidung von Röntgenschutzwesten. Ziemlich normales Zeug. Könnte es sich vielleicht für jemanden lohnen, das zu schmuggeln? Nein. Es ist weder illegal noch sexy. Es gibt überhaupt keinen Grund für irgendjemanden, dieses Zeug irgendwo hinzuschmuggeln. Okay, ich fahre nochmal zum Lager und beschatte über Nacht das Lager. Ich sollte vielleicht mal... Ich speichere mal. Okay. Pistole raus. Ups! das war jetzt nicht sehr unauffällig.
Ja, das war dumm. Okay. Foto machen. Und dann gehen wir da rein. Das war nicht sehr clever von mir. Okay, dann probiere ich das nochmal in der nächsten Folge. Bis dann!